Bei mir jetzt Audi DTM-Pilot Markus Winkelhock. Markus, im Qualifying P13 gestern, was war los? Hattest du Probleme mit dem Setup? Ja, kann man so sagen. Prinzipiell starten wir mit einem Basis-Setup, das normalerweise immer sehr gut funktioniert. Aber hier bin ich jetzt gar nicht zurechtgekommen mit dem Auto. Im freien Training sind mir drei Sätze gefahren von verschiedenen Reifen und es hat jedes Mal sich nicht so richtig gut angefühlt, das Auto. Dann kam noch dazu, dass ich Probleme mit der Servolenkung hatte, mit der Bremse ein bisschen. Das Auto hat immer nach links gezogen beim Bremsen. Bis wir das behoben hatten, hat auch noch Zeit gekostet. Da konnten wir nicht mehr so viele Setup-Veränderungen ausprobieren. Also es hat nicht so richtig reingepasst alles. Und ja, dann im Qualifying, sage ich mal, habe ich eigentlich gar keine großen Schnitzer drin gehabt von Fehlern eigentlich in der Runde. Ich konnte einfach nicht viel schneller. Ist zwar schade, weil man hat gesehen, der Vorjahres-Audi war wieder ganz gut, sind drei Stück im Top 8 Qualifying gewesen. Also deswegen wäre auf jeden Fall normalerweise mehr drin gewesen, aber hätte, wäre, wenn, gibt's nicht. Jetzt muss ich halt im Renngas geben. Besser lief es in Zandvoort, da hast du ein gutes Resultat mit Platz 6 gehabt. Danach wurdest du disqualifiziert, weil zu wenig Benzin im Tank war. Wie enttäuscht warst du nachher? Ich war sehr enttäuscht, logischerweise. Ich hatte dort auch kein wirklich gutes Qualifying, bin von 12 gestartet und habe mich dann vorgekämpft bis auf Platz 6. Mit einer sehr guten Strategie bin ich gut vorgekommen, gute Boxenstopps gehabt, das Auto lief perfekt. Und das war auf jeden Fall ein tolles Rennen bis dahin, habe gedacht, drei Punkte mitnehmen, super, perfekt. Und dann nach dem Rennen kam dann leider die Hiobsbotschaft, dass wir disqualifiziert wurden, weil zu wenig Sprit im Tank war. Aber dann drüber kann man sich zwar noch ein bisschen ärgern, sollte man aber nicht, weil jetzt hier in Oschersleben ist das nächste Rennwochenende und da muss man sich drauf konzentrieren. Und es ist zwar ärgerlich, aber ich habe es abgehakt. Das ist gut so. Du hattest ein ganz großes Highlight 2007. Durftest du ein Formel-1-Rennen fahren, nämlich am Nürburgring, und es hat geregnet. Du hattest eine super Strategie mit Regenreifen aus der Boxengasse gestartet, hast 6 Runden geführt. Großartig. Du bist, glaube ich, einer der Einzigen, der wirklich beurteilen kann, wie schwer das Comeback für Michael Schumacher jetzt ist, wenn er so wenig Vorbereitungszeit hat. Wie schwer ist es denn wirklich? Also ich glaube, leicht ist es auf keinen Fall. Aber ich denke mal, er ist 7-facher Weltmeister in der Formel 1. Er weiß schon, wie man ein Formel 1-Auto schnell bewegt. Ich glaube, er ist auf einem sehr guten Fitnesslevel noch. Und ich denke, dass er sich ganz gut schlagen wird. Logischerweise darf man von ihm keine Wunder verlangen. Das auch mal an seine Fans. Also ich denke mal, um Siege wird er wahrscheinlich nicht gleich mitfahren, zudem der Ferrari gerade kein richtiges Siegerauto ist im Moment. Aber ich glaube, dass er gemessen an dem Kimi Räikkönen, glaube ich, einen ganz guten Job machen wird. Vielleicht nicht beim ersten Rennen in Valencia, da kennt er eh nicht mal die Strecke. Aber ich glaube, jetzt in der zweiten Saisonhälfte, glaube ich, kann man schon noch das ein oder andere gute Resultat von ihm erwarten, denke ich schon. Eine Frage noch, was deine Zukunft betrifft. Hast du das Thema Formel 1 abgehakt oder träumst du noch von einer zweiten Chance? Oder wie sieht das aus bei dir in Zukunft? Nee, das Thema Formel 1 habe ich abgehakt. Es war eine tolle Erfahrung, mal Formel 1 gefahren zu sein. Aber ich fühle mich hier in der DTM unheimlich wohl bei Audi. Und ich hoffe hier, dass ich in der DTM noch einige Jahre dabei sein kann. Ich denke mal, hier habe ich einen Platz gefunden, was mir richtig Spaß macht. Das ganze Umfeld hier in der DTM ist super und ich fühle mich hier unheimlich wohl. Und wie gesagt, der Formel-1-Traum, den habe ich gelebt, aber das ist abgehakt. Vielen Dank, Markus, und schöne Aufholjagd im Rennen heute.